Es gibt einen neuen offiziellen Visualizer von den Legenden Suffocation. Die Brutal Death Legenden aus den USA bringen jetzt bald ihr neues Album raus und haben noch eine weitere Single-Auskopplung veröffentlicht. Und was ich dazu sage, seht ihr jetzt im Video und wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Brutal Death Legenden und zwar Suffocation. Das hat auch so eine geile Band, live auch extremst gut. Auch schon zweimal live gesehen mit zwei verschiedenen Sängern. Denn mit dem aktuellen, ne, von Pyrexia und der ehemalige hier, der Kevin, der bei The Merciless Concept singt. Und ja, die wissen, wen die als guten Sänger brauchen. Ich bin gespannt auf Perpetual Deception. Ich würde sagen, Abfahrt. Auch wieder so schöne Blastbeats, ne? Oh, sind die Schallplatten. Oh, sind die Vinyl schön. Oh, sind die schön. Hier, vor allem die hier. Die weiß, braun, schwarz, orangene. Die finde ich echt schön. Die finde ich echt geil. Ich finde den Snare-Sound auch wirklich sehr, sehr schön. Der Snare-Sound ist so richtig, richtig schön. Und einfach die Blastbeats im Generell, ne? Feier ich wirklich sehr. Ich muss da irgendwie direkt, also bei Suffocation muss ich halt irgendwie auch direkt einfach an das Deathfeast denken, weil ich sie halt beide Male auf dem Deathfeast gesehen habe. Und dieser Part jetzt gerade lädt einfach direkt zu einem Circle Pit ein, finde ich. Das ist so wirklich schön, dieser schöne Rhythmus, wo man einfach schön im Kreis rennen möchte. Magisch, wirklich. Und ich muss einfach nochmal sagen, ich finde diesen Sound extremst gut. So richtig schön breit, richtig schön fett, sage ich einfach mal, fett. Und auch die Vocals auch einfach geil. So passen wirklich sehr gut zu Suffocation. Sind sehr frisch und auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich auch von der Technik. Aber trotzdem passt es halt auch so zu diesen Oldschool-Songs in Suffocation, muss ich sagen. So in Richtung Human Waste und sowas. Finde ich wirklich cool. Finde ich wirklich cool. Also die haben sich da echt einen sehr, 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 sehr starken Vocalist geangelt. Schöner Slam-Part. Oh, hier hat man das auch wieder so gehört. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Band ich das gesagt habe, aber ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich mag es, wenn diese Slam-Parts sind und man trotzdem so dieses Sliden von den Händen, von den Fingern noch so raushört. Dieses Tim, 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 Tim. Finde ich, ich mag das. Ich mag das, weil es halt einfach nicht so dieses extremst polierte ist. So alles muss perfekt klingen.
da darf man auch mal noch so merken, ey, das wurde wirklich von jemandem im Studio aufgenommen und nicht irgendwie KI-basiert oder wie gesagt, alles so extremst aufpoliert, dass es halt einfach nicht mehr echt klingt, ne? Ich mag das. Ich mag diesen Sound einfach. Let's go. Auch schöner Nackenbrecher-Part. Können wir auch eigentlich bitte mal kurz darüber sprechen, wie gut dieses Artwork eigentlich ist? Ich mag es extrem, weil es ist halt oft so beim Brutal Death, ich gehe jetzt mal so in Richtung Slam jetzt so auch Waking the Cadaver, aber halt auch so diese ganzen Ectomy-Bands, so Vulvectomy, Epicardiectomy und so. Da ist ja ganz viel immer mit irgendwelchen Menschen, die da aufgerissen werden oder die auf einmal irgendwie irgendwas platzt da irgendwas bei denen. Oder irgendwelche Menschen sind aufgespießt oder sonst was. Gut, hier hat man jetzt auch hängende Menschen, aber es sieht halt einfach wirklich brutal aus, aber es muss ja nicht direkt so übertrieben sein, so wie bei zum Beispiel Corps, ne? Corps aus den Niederlanden. Boah, da finde ich auch die Artworks wirklich schwierig, so. Also wirklich die Self-Titled oder jetzt das letzte Album von denen. Uff, da muss man ja ab und zu ja wirklich mal schlucken, wie die Artworks aussehen. Aber das ist halt einfach so schön brutal und es sieht halt trotzdem gut aus, so. Einfach nichts Übertriebenes, nichts over the top, aber es sieht halt trotzdem echt brutal aus. Und das feiere ich. Das feiere ich wirklich und das mag ich. Das mag ich wirklich. Und generell, die ganzen Artworks von denen sind ja echt extremst gut, finde ich. Stark. Hier, The Pinnacle of Bedlam heißt, glaube ich, das eine Album, ne? Was auch so ähnlich aussieht wie das von Peripheron. Sieht auch extrem gut aus. Mag ich auch, wirklich. Ich muss auch wirklich sagen, bei vereinzelten Parts ähneln die Vocals halt so ein bisschen an Abominable Putridity. Die sind nämlich auch immer so, also die ähneln sich halt wirklich bei gewissen Parts. Und ich bin ja eh Fan von Abominable Putridity, schon auch ein paar Jährchen. Ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Also, es ist halt wirklich echt eine sehr, 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 sehr geile Stimme. Oh.
diese Blastbeats sind so wunderschön, ne? Hammer. Echt Hammer. Und das ist doch von Doom, ne? Das Schriftzug. Ja, ey. Was soll man großartig zu sagen? Also Suffocation, finde ich, sind halt einfach eine extrem gute Band. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Single besser als die letzte. Ich glaube, das war dieses Seraphim Enslavement, ne? Die fand ich zwar auch gut, aber die jetzt, Perpetual Deception, fand ich irgendwie einen Ticken besser. Und ich fand, da hat alles ganz gut gepasst. Ich habe den Sound extrem gefeiert, auch dass es nicht so dieses Überproduzierte ist. Die Vocals extrem stark. Und auch generell so dieser Visualizer, ne? Halt richtig gut gemacht. Aber gut, mit so einem schönen Artwork kann man halt auch wirklich sehr viel, ja, hat man sehr viel Spielraum für sowas. Und ja, ich finde alles in allem auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz gelungene Single-Auskopplung. Sowohl mit Video als auch Audio. Und ja, ich glaube, ich bestelle mir das Album vor.